Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir zusammen kochen und das, wie ihr euch vielleicht denken könnt, mit diesem coolen Krups Cook for Me Connect, der da hinten steht und auf seinen Einsatz wartet. Ich habe ihn schon einige Tage zu Hause und habe schon zwei Gerichte damit gekocht und ich muss euch eins sagen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, weil er einfach super, super schnell kocht, ohne dass ich großartig dafür irgendwas tun muss. Und ja, wie ihr wisst, ich bin Vierfachmama. Zeit ist Mangelware bei mir und ich liebe ihn einfach, weil er das Essen so schnell zubereitet. Aber mehr dazu, ich werde ihn euch nämlich gleich hier präsentieren, vorführen, zeigen. Wir werden heute nämlich Chili con Carne kochen. Das ist eins unserer Lieblingsgerichte von mir und den Kindern. Deswegen habe ich mir das für euch ausgesucht. Habe ich bisher noch nicht gemacht, also ich habe schon Bolognese gemacht und ein Risotto. Und das ist auf jeden Fall heute Chili con Carne Tag. Ja, ich werde ihn euch auf jeden Fall zeigen. Er ist schon am Strom angeschlossen. Ich würde mal sagen, schalten wir ihn gleich ein. Dafür hier auf den OK-Button drauf drücken. Dann geht schon die Cook for Me-Melodie los. Und dann ist es eingeschaltet. Dann könnt ihr hier am Display vier Auswahlmöglichkeiten erkennen. Hier links oben steht Zutaten. Da könnt ihr euch eine spezielle Zutat auswählen aus mehreren Gruppen. Fisch, Fleisch, Gemüse, was auch immer. Und könnt ihr das zubereiten. Entweder dampfgaren oder braten oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig super intelligentes Gerät. Dann kommt man hier rechts oben zu meiner Lieblingseinstellungen und zwar nämlich Rezepte. Bei Rezepte könnt ihr euch ein Rezept aus 150 Rezepten aussuchen. Das ist dann unterteilt. Ich zeige es euch gleich in Vorspeise, Hauptspeise und Dessert, was ich richtig, richtig, richtig cool finde, weil das ist nämlich schon eingespeichert, da müsst ihr euch keine großen Gedanken machen. Aber was ich noch cooler finde, ich habe dazu nämlich die passende App, die Cook for Me App. Ich kann nämlich mit der App das Gerät steuern. So schaut das aus und sagen wir mal, ich suche Chili con Carne, ne, weil das möchte ich auch heute kochen. Dann gehe ich auf Chili con Carne. Dann habe ich hier schon das gesamte Rezept, kann schon mal durchlesen. Habe ich denn alles zu Hause zum Beispiel? Und kann hier auch schon diverse Einstellungen machen, wie viele Personen. Ich wähle hier 6 Personen. Okay, das ist hier alles schon eingespeichert. Dann habe ich hier auch eine Einkaufsliste. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt noch einkaufen gehen, dann kann ich mir einen Einkaufszettel hier mit erstellen. Aber ich habe schon alles zu Hause, ich bin natürlich schon vorbereitet. Anschließend muss ich nur mehr auf diesen orangenen Play-Button drücken. Und ihr seht schon, das Gerät hat erkannt, okay, hier geht's bald los. Und er sagt mir schon den ersten Schritt, was ich tun muss. Zusätzlich ist es hier auf der App nochmal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich alles machen muss. Das heißt, ich weiß schon quasi vorab, was ich tun muss. Ich kann mich ein bisschen vorbereiten. Die App ist einfach quasi noch so ein Zusatzbonus, den man einfach dazu hat. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch auch mal das Gerät, wie es so ausschaut, außenrum. Hier ist so ein Drehregler, mit dem quasi blockiert ihr oder verriegelt ihr diese Tür, die jetzt gleich aufgehen wird. So, also die Tür ist der Deckel. Ich meinte natürlich den Deckel. Hier habt ihr dann den Kessel drin. Der schaut so aus, das ist ein Teflon beschichteter Kessel, den kann man in den Geschirrspüler reintun, also den habe ich schon in den Geschirrspüler reingetan, aber auch schon mal mit der Hand gewaschen, es geht super easy und ja, das war's eigentlich. Ich würde mal sagen, wir fangen schon mal mit unserem Chili con Carne an und ich zeige euch, wie super einfach das geht. Ihr seht, hier steht Öl in den Behälter geben und das werde ich gleich machen. Dafür werde ich euch ein bisschen umstellen, damit ihr besser gucken könnt und ich würde mal sagen, los geht's! Wir fangen gleich mit dem ersten Schritt an, Öl in den Behälter geben, so einen Esslöffel. Dann klickt ihr auf OK. Möchten Sie das Braten starten? Ja. Und er heizt sich jetzt auf. Und in der Zwischenzeit kann ich dann die ganzen anderen Zutaten schon mal herrichten, die ich schon vorbereitet habe. Die Gewürze und die passierten Tomaten. Und ich warte jetzt einfach, bis das aufheizt. Der Aufheizungsprozess ist fertig, wie ihr sehen könnt. Hier steht Zwiebeln und Rindhackfleisch anbraten. Ich habe das Ganze hier schon reingelegt, wie ihr sehen könnt. So, mein Fleisch ist jetzt richtig gut angebraten und ich werde jetzt den nächsten Schritt machen. Dafür muss ich einfach auf OK drücken. Dann fragt er mich, ob ich das Braten stoppen möchte. Sage ich ja. Und er sagt, restlichen Zutaten dazugeben. Und ich sage okay. Dann fragt er mich, ob ich den Garvorgang starten möchte, aber das mache ich erst natürlich, wenn ich alle Zutaten reingetan habe. Die Kidneybohnen mal, dann kommt natürlich Mais in Chili hinein. Das war es dann eigentlich schon. Voilà.
kommen noch die passierten Tomaten, also der Tomatensaft rein. So. Die Gewürze kommen jetzt noch rein, dafür mache ich Chiliflocken dazu. Ich mache es jetzt aber nicht zu scharf, weil die Kinder essen ja mit. Und dann habe ich hier noch Kümmel und davon mache ich auch nicht so viel rein, weil wegen den Kindern, dass es nicht zu scharf ist. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann verrühre ich das Ganze nochmal gut. So. Und jetzt sage ich Garvorgang starten. Ja. Und er sagt mir, ich soll den Deckel schließen und verriegeln. So, jetzt heizt er sich nochmal auf und wird dann das Essen garen und dann ist es wahrscheinlich schon fertig. Und nachdem das letzte Mal aufgeheizt wurde, steht jetzt am Display die übergebliebene Garzeit von 5 Minuten. Steht nochmal auch das Gericht, Chili con Carne. Und wenn das jetzt fertig ist, dann ist das Gericht wirklich fertig und dann kann man es schon entweder servieren oder warm halten. Aber ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Das Essen ist jetzt fertig. Da steht Ende des Garvorgangs. Ich wurde sogar per App nochmal hier, wie ihr sehen könnt, Mitteilung von Cook for Me. Also es ist fertig und ich darf gleich den Deckel öffnen, aber da steht noch bitte warten. Das heißt, er muss sich noch ein bisschen so runterfahren und wahrscheinlich den ganzen Druck ablassen. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Es riecht auf jeden Fall schon mega, mega lecker und ich bin sehr, 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 sehr neugierig. Also, wir warten. Also ein bisschen noch und dann kann ich es gleich öffnen. Noch zwei Striche. So, meine Lieben, jetzt ist es endlich fertig und schaut mal bitte, wie cool. Man kann das Essen hier sogar warm halten und es steht sogar, wie lange es warm gehalten wird. Also die Sekunden verstreichen, damit man auch weiß, okay, man hat es jetzt 3 Minuten, 4 Minuten oder was auch immer hier schon warm gehalten. Aber das brauche ich jetzt nicht, denn ich möchte es gleich mal kosten. Und wir machen mal den Deckel auf. Also hier, da dampft es schon raus. Und ihr seht, wie das Kondenswasser da reinrinnt. Seht ihr das? Voll cool. Also es rinnt nicht in euer Essen hinein, sondern hier runter und da rein. Und da steht auch Kondenswasserbehälter leeren. Das machen wir dann auch gleich. Das einfach nur so mal drehen. So, und da machen wir jetzt das Kondenswasser raus. Das ist da drinnen. Und dann können wir das dann auch wieder ran machen. So, fertig. Fertig, Kondenswasser haben wir ausgeleert. Kondenswasserbehälter leeren, ja, das haben wir gemacht, ja. Weitergaren, da kann man sagen, ja, weitergaren oder warm halten. Aber wir wollen, naja, warm halten. Nee, wir sagen Stopp. Wir sagen Stopp und fertig sind wir. Und das ist unser Chili con Carne. Mega lecker schaut das aus, oder? Es riecht auf jeden Fall schon wunderbar und ich werde das jetzt gleich mal kosten. Das ist wahrscheinlich noch super heiß. Wirklich super lecker und also alles ist wirklich auf den Punkt gegart, es ist nicht zu überkocht, es ist nicht roh, es ist auf jeden Fall einfach genau so wie ein Chili con Carne schmecken soll und der Vorteil ist, es geht einfach super schnell. Beim Chili con Carne würde man wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde nur köcheln lassen müssen. Und der Cook for Me hat das Ganze in 7 Minuten gegart. Das war einfach wirklich faszinierend schnell. Deswegen liebe ich meinen neuen Cook for Me. Und er hat jetzt hier bei mir auf jeden Fall definitiv einen ganz besonderen Stammplatz in der Küche. Und ihr werdet bestimmt ganz viele Rezepte von mir sehen in den Vlogs. Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr auch Zeit als Mangelware habt, wenn ihr zum Beispiel spät von der Arbeit kommt und euch jetzt nicht Stunden hinstellen wollt, um euch etwas Leckeres zu kochen, dann kann ich ihn euch wirklich ans Herz legen. Oder wenn ihr viele Kinder habt, so wie ich, und es muss was Schnelles auf dem Mittagstisch und ja, euch fällt jetzt nichts ein, ihr habt viele Rezepte. Deswegen werde ich euch unten in der Infobox den Link zur Cook for Me reinsetzen. Einfach nur raufklicken, dann könnt ihr vorbeischauen. Vielleicht ist er auch was für euch. Und schaut auch unbedingt auf Instagram bei mir vorbei. Dort werde ich euch nämlich in der Insta-Story ein Milchreisrezept zeigen. Gekocht im Cook for Me.
Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!